Auf geht's. Tritt Tapferkeit für die Bayern in der Anfangsphase. Da ist die Chance. Ribéry. Toni. Was für ein Auftakt. Se Roberto setzt nochmal nach. Rein mit dem Ball. Nachsetzen von Contra, der Torschütze aus dem Hinspiel. Contra. 2 Minuten vorbei. Eine Torschance auf der einen und jetzt eine auf der anderen Seite. Cosmin Contra, der erfahrene Rumäne, der mit jetzt auf der anderen Seite. Klose, er geht alleine. Klose wird gefoult und der Schiedsrichter sagt Freistoß. Schaut nochmal zum Assistenten, greift in die Brusttasche und zieht rot. Mein Gott, was ist das für ein Fußballspiel? 5 Minuten vorbei, Platzverweis für De La Rette. Wir gucken uns das hier nochmal an. Da ist er. Eieieiei, da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Eher nicht. Glaube eher nicht, dass er überhaupt dran war. Ribéry macht's. Pfosten. Nachschuss Toni. Tor. Abgepfiffen. Abgepfiffen Handspiel. Massimo Busacca entscheidet auf Handspiel. Hier sehen Sie die Geste des Schweizer Schiedsrichters. Wir haben ja für alles eine verlangsamte Fassung, auch hier. Und da war Klose mit der Hand am Ball. Pato hat es auch gleich gesehen und zum Glück für Getafe hat der Schiedsrichter es. Achtung, zu lang. Einfach mal ins Internet, sat1.de. Während Casquero, der Nigerianer. Technisch hervorragend, beschwert sich, er sei gehalten worden und dann greift er sich an den Oberschenkel. Oh je, alle der Spanier gegen Valencia nicht antreten, aber jetzt tritt er an zum Freistoß. Achtung, Lucio, Eckstoß, Contra hatte sich da mit in die Mitte reingeschlichen. Fairer Zweikampf, jetzt lässt er nochmal aussteigen. Dann der Pass in die Spitze und die Fahne ist oben. Se Roberto. Flanke für Klose. Ah, schwer zu kontrollieren. Ribéry. Wenig bisher gezeigt auf der linken Seite. Jetzt Foulspiel gegen Cortés. Blut. Wir erinnern uns, im Hinspiel fiel das 1:0 nach einer Ecke und De Michelis war dran. Da kommt er, der Argentinier mit dem italienischen Pass. Und sein Landsmann im Tor, Pato. Dose, da kommt Pato, sein Gegenspieler ist dran, Lill, die Chance vertan, meine Güte, ne. Gegen die Bochum hat er getroffen und jetzt, wo es ja viel wichtiger gewesen wäre, hier, Missverständnis in der Defensive zwischen Tena und Pato und Lill mit der... Jetzt kommt die Flanke von Contra. Nein, das Foul von Lahm kommt. Ja, da haben sie in jedem ihrer Spiele eins gemacht. Toni. Oh oh. Handspiel wieder angedeutet vom Schiedsrichter. Lupfer Ribéry. Ribéry gegen zwei. Kommt er nicht vorbei. Durch die Abwehr hindurch, immer noch Contra, die Chance und das Tor für Getafe, Cosmin Contra, 1:0. Ist das denn die Möglichkeit? Die Antwort ist ja.
aufopferungsvoll haben sie gekämpft in Unterzahl. Und Ottmar Hitzfeld, schauen Sie auf das Gesicht, dann wissen Sie, wie seine Stimmung aussieht. Hier geht er ganz einfach durch und ist zu weit. Letzte Chance der Bayern vor der Pause, Halbzeitpfiff in Getafe. Meine Güte, ist das Spiel. Marcel Janssen kommt für Christian Lell. Okay, danke schön. Da kommt Toni und der Ball ist drin. Und es wird abgepfiffen. Es wird abgepfiffen, es zählt nicht. Kein Tor für die Bayern. Da soll gestoßen worden sein. Im Strafraum, am 5-Meter-Raum vor Pato. Toni war gar nicht am Ball. Der Ball ging rein. Jetzt schauen wir da nochmal hin. Ja, da. Oi. Was war das? War das ein Foul von Luca Toni? War das eine Schauspieleinlage? Schusschance von Bommel. Toni! Und abgepfiffen vorher. Mit Sicherheit kein Abseits. Ballbesitz für den FC Getafe. Richtung Toni, der wird gestoßen. Ja, Schiedsrichter zeigt Abstoß. Auf alle Fälle hat sich Luca Toni da ganz schön lang gelegt. Und auch Laudrup schaut ein bisschen skeptisch. Schauen wir nochmal hin. Ja, Belenguer gegen Luca Toni. Janssen, wie ist die Flanke? Scharf in die Mitte gegeben. Oh! Da war er mal im Zentrum, Schweinsteiger. Da fehlte nicht viel, es gibt Ecke für die Bayern. So, die nächste Chance für Getafe, Casquero. Ein Meter vorbei. Also Podolski ist unten schon ganz heiß, der hat schon keine Trainingshose mehr an und wartet nur auf das Zeichen von der Bayernbank, dass er hier ins Spiel kommen soll. Ja, Casquero ist nicht wirklich. Klose ist dran. Klose! Ah, aber so geht's doch. Man sieht doch, dass sie dann zum Abschluss kommen, wenn der Ball hoch von außen reingespielt wird. Gute Vorarbeit von Demichelis. Dann ein bisschen Rückenlage bei Miro Klose. Und deswegen der Ball übers Tor von Getafe. Zum 2:0 Braulio und dann stolpert er und dann verstolpert er diese Chance. Meine Güte. Welch ein Glück für den FC Bayern. Lucio war aufgerückt, in der Mitte war Platz und dann verstolpert Braulio hier diese dicke Chance. Die Ecke von Sosa. Klose, von Bommel vorne, soll sich aufgestürzt haben, Miro Klose. Ballbesitz wieder für die Blauen und die Zeit läuft. FC Bayern ist, ich weiß es nicht, so langsam schwindet das Vertrauen. Pato kommt und Pato hat ihn. Wird vom eigenen Mann behindert, von Belenguer, ist aber nichts passiert. Such. Toni, Nachschusschance für Podolski, Ecke. Guter Ball, Toni kommt ran, kann ihn nicht platzieren, Abstoß. Drüben. Scharf reingegeben. Gillis, Gavilan, die Chance zur Entscheidung. In letzter Sekunde verhindert. Meine Güte, ne. Das wäre es dann gewesen. Dann hätte man das Spiel abhaken können. Hier, Kahn und Demichelis, das Missverständnis. Und dann in letzter Sekunde Toni. Immer noch Toni. Der Schuss, das 80. Da explodiert er auf einmal. Wissen Sie noch, wie das Hinspiel lief? Die Bayern führten lange und dann kam Kontra in der 90. Und jetzt kommt Ribéry und macht das 1:1 für den FC Bayern.
Ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Hier nochmal die Situation. Toni einmal, zweimal. Jansen weg mit dem Ball und Schluss ist. In den 90 Minuten gab es 17. Der übrigens das letztjährige UEFA-Pokalfinale gibt 85. alles klar machen können. Casquero, aufpassen! Tor! Tor Getafe! Es ist nicht zu fassen! Javier Casquero, sein erstes Tor im UEFA-Pokal. Und was für eins. Die Bayern-Fans hinter dem Tor von Kahn, sie haben es genau gesehen. Aber nichts so. Lucio rutscht weg. Braulio, 3-1. Aber das ist nicht zu glauben. 3-1 Getafe. Das ist nicht zu glauben. Keine 3 Minuten gespielt in der Verlängerung. Erinnern Sie sich noch an die Szene, als Braulio diese dicke Chance hatte, kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Da ist er weggerutscht. Und was passiert hier und heute und jetzt in dieser Situation? Hier, alles ist gut, dann rutscht er weg. Und dann ist Braulio Gavilan. Die sind mit 4 Mann schon wieder am Strafraum des FC Bayern. Gavilan! Mein Gott, die Jungs rennen hier. Unglaublich. Ah, jetzt, jetzt passiert da unten gleich was. Bellinger, Luca Toni, eine gelbe. Sosa, die Chance für Toni, abgewehrt. Und pfeift die im Kreis versammelt. Michael Laudrup, ihr Trainer, mittendrin. Sosa bringt ihn rein, bringt ihn viel zu weit rein. Ja, so sieht die Enttäuschung aus, Luca Toni. Das erste von 3 Saisonzielen, das verschwindet langsam am Dubiert. Hat er die nächste Möglichkeit, Foulspiel, Freistoß. Zentrale Position. Ribéry. Nein. Gut gedacht. Aber nicht so gut gemacht, wie es nötig war. Ja, ja, der Assistent zeigt an, Foulspiel. Nochmal hoch rein. Wer kommt ran? Pato verliert ihn! Toni, Tor! Tor 3-2. Kurzfristig ein Lächeln auf dem Gesicht von Hitzfeld. Da schenkt ihnen der alte Pato das Anschlusstor durch Luca Toni, sein 9. Treffer. So, und jetzt die Körpersprache nochmal. Er ist schnell, aber den kann er nicht. Pato. Bayern rücken nach, aber langsam. Ribéry, jetzt geht Kahn. Sosa rein in die Mitte, Luca Toni, Tor für Bayern in der 120. Minute, nicht zu glauben, es ist nicht zu fassen. Schauen Sie sich das Gesicht von Kahn an, die ganze Anspannung dieses Spiels. Und Pato, der muss ja völlig fertig sein. So, da kommt der Ball von Sosa und dann Toni ist dran, Aufsetzer Pato hat keine Chance mehr. Da wühlt er sich ein bisschen durch, der Italiener. Aber die hatten so viel Emotionen bei Oliver Kahn gesehen. Und bei allen anderen auch. Was ist das für ein Gefühl jetzt? Und Kahn hat es mitgeschafft, er ist mit nach vorne gegangen. Er hat die Balleroberung gemacht. Dann Sosa, dann Toni.